Hallo. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr WordPress installiert. Und zwar benötigen wir dafür erstmal ein FTP-Tool. Also ich bevorzuge für die Sachen, die ich installiere, den Fire FTP. Kann man separat in einem Reiter ausführen von Firefox. Findet ihr unter Add-ons für Firefox. Einfach mal googeln. Und danach findet ihr den unter Extra Fire FTP. Das Ganze sieht dann so aus. Auf der linken Seite sind dann eure Dateien und hier wird dann euer Webspace erscheinen. Hier oben könnt ihr einfach auf Create Account gehen. Das habe ich halt in diesem Fall schon mal gemacht. Den sucht ihr euch dann aus und drückt auf Connect. Dann erscheint hier der leere Webspace von euch. Soweit, so gut. Wenn ihr Fragen dazu habt, Fire FTP, könnt ihr mir ja einen Kommentar schreiben. Dann werde ich euch nochmal ein Tutorial machen, wie man das installiert, falls es jemand nicht weiß. So, soweit, so gut. Jetzt müssen wir uns dann natürlich noch das WordPress besorgen. Das findet ihr hier bei WordPress Deutschland. Es ist ja Open Source und das hier ist halt die neueste Version. Die ladet ihr euch dann herunter. Das ist eine ZIP-Datei. Die könnt ihr euch dann entpacken auf dem Desktop oder halt an Ort eurer Wahl. So, jetzt müssen wir natürlich noch die ganzen Daten inklusive aller Inhalte von WordPress auf unseren Webspace hochladen. Dazu sucht ihr euch dann euren Ordner aus, wo ihr WordPress hin entpackt habt. Ist bei mir hier der. Und dann markiert ihr euch auf dieser Seite hier alle Inhalte und schiebt die einfach per Upload in euren Ordner. Wenn ihr da mehrere Oberordner habt, der Ordner htdocs ist der richtige, in den ihr das laden müsst. So, das mache ich jetzt mal. Okay, wie ihr seht, haben wir jetzt alle Dateien von WordPress hochgeladen. Und jetzt sollten wir uns noch unsere Config-Datei erstellen. Und zwar gehen wir dafür mal wieder auf den WordPress-Ordner, wo wir das hin entpackt haben. Das wäre dann hier und hier. Und da ist eine sogenannte wp-config-sample-Datei. Die öffnen wir mal. Und zwar, ich benutze dafür dieses Notepad. Es ist also ein kostenloser Editor. Und der ist eigentlich recht gut. So, da müssen wir einige Sachen ändern. Hier zum Beispiel müssen wir noch die Sicherheitscodes eintragen. Dazu werde ich gleich im Einzelnen noch etwas sagen. Und dann werden wir noch einige Konstanten hier hinzufügen. Und da erkläre ich dann auch gleich noch was zu. Hier oben kommen unsere MySQL-Datenbank Daten rein. Die findet ihr im Normalfall im Admin-Bereich oder im Kundenbereich eures jeweiligen Providers. Und das werde ich jetzt hier mal vorbereiten. So, jetzt werden wir hier die Installations-Config-Datei noch etwas anpassen. Das ist in meinen Augen eigentlich ziemlich wichtig, da es auch in puncto Sicherheit geht. Da geht es dann auch hier um diese Keys. Die sollten natürlich, wenn ihr lokal installiert, ist weniger wichtig, aber wenn ihr live geht, dann solltet ihr dann doch diese Schlüssel hier eintragen. Dafür ist auch hier zum Beispiel diese Adresse. Dort könnt ihr euch die Keys generieren lassen, die könnt ihr dann hier eintragen. Also die sollten bei, wenn ihr live geht, hier eintragen. Sehr wichtig, auch in puncto Sicherheit. Wofür die einzelnen Keys zuständig sind, werde ich euch gleich, wenn wir das hier gemacht haben, erklären. Nur mal zur Info. So, das machen wir jetzt mal. Und zwar kopiert ihr euch den Link hier raus. Wechselt in euren Webbrowser, öffnet einen neuen Tab, fügt das oben in die Adresszeile ein. Müsst ihr einen Moment warten und da wirft ihr euch hier schon die Schlüssel aus. So, die könnt ihr auch so wie sie sind
hier raus kopieren. Dann geht ihr wieder zurück in den Editor. Markiert das alles bis halt hier oben. Auf Rechtsklick dann und auf Einfügen. So, damit habt ihr jetzt hier diese Keys, also diese Phrases habt ihr jetzt hier ausgetauscht. Damit habt ihr schon einen Schritt in puncto Sicherheit gemacht. So, der erste zum Beispiel, dieser Auth-Key, der ist für ungesicherte Verbindungen über das HTTP-Protokoll, um das Ganze dann auch etwas sicherer zu machen. So, der zweite Schlüssel hier, dieser Secure-Auth-Key, der ist verantwortlich für das HTTPS-Protokoll, um das sicherer zu machen, wenn denn der Server das dann auch unterstützt. So, dann hätten wir hier den dritten Key, das wäre dann dieser, diese Logged-In-Key, schon wie es sagt, Logged-In, der überprüft halt, ob jemand eingeloggt ist oder nicht. Dann hätten wir dann hier dann noch den Nonce-Key, ist ein sehr wichtiger Schlüssel, der wird halt überwiegend halt im Administrationsbereich von WordPress gebraucht. Das waren jetzt nur mal kleine Infos, aber nur mal damit ihr wisst, wofür diese Schlüssel hier generiert worden sind. So, um die Sicherheit dann noch etwas zu erhöhen, werden wir hier noch eine Konstante hinzufügen. Und zwar, um eine gesicherte Verbindung halt zu erzwingen. Das geht halt folgendermaßen, das fängt auch mit define an. Dann eine Klammer. Dann false. Underline, SSL, Underline, Admin. So. Das setzen wir dann halt auf True. Und schließen das dann ab mit einem Semikolon. So, wenn ihr das lokal bei euch installiert, dann könnt ihr das auf False setzen, weil dann braucht ihr ja keine gesicherte Verbindung. So, jetzt setzen wir noch eine Konstante. Und zwar hat WordPress eine eigene, ja, wie soll ich sagen, Versionshistorie oder Verwaltung. Und jedes Mal, wenn ein bereits geschriebener Artikel verändert wird, dann wird der vorherige, so wie er vorher war, immer gespeichert und das halt unendlich viel, wenn man das hier nicht eingrenzt. Dann wird also die Datenbank sehr, sehr schnell voll. Das kann man mit folgender Konstante machen. Und zwar mit define WP post revisions, in dem Fall auf false, dann wird überhaupt gar nichts gespeichert im vorherigen. Man kann das aber auch durch eine Zahl ersetzen. In diesem Fall zum Beispiel durch 3, dann werden maximal 3 von diesen geänderten Sachen bei WordPress gespeichert und hält dann so die Datenbankgröße in Grenzen. Genauso solltet ihr hier am Table-Prefix auch was ändern. Umso fiktiver der ist, umso besser. Ich nehme jetzt mal hier für mein Projekt, für mein Tutorial-Projekt bei OHost einfach FT. Also, da könnt ihr eigentlich wählen. Und ist eigentlich egal, Hauptsache, ihr lasst nicht standardmäßig dieses WP drin. So, unsere angepasste Datei speichern wir jetzt. Datei speichern unter. Auch hier in unserem Dingens, aber wir benennen sie um. Die muss nämlich heißen WP. Config. Genau, Entschuldigung. WP-config.php. Und speichern. So, damit hatten wir die jetzt erstmal abgespeichert. Jetzt können wir den Notepad schließen. So, jetzt